Willkommen zurück zum inzwischen schon vierten Part von The Legend of Zelda. Und ich habe schon angekündigt, ich werde noch ein paar Items einsammeln. Und mit ein paar meine ich eigentlich bloß diese geheimen Rubinchen, die ich euch... Moment, hier oben war eine Fee. Ja, hier oben war eine Fee. So, und. Ja, geschafft. Puh. Ach, das klingt so toll. Meine ganzen Herzen werden aufgefüllt. Ja, das ist so. Komm schon. Und tot. Tot. So. Okay. Und du auch. Okay. Puh. Okay, ich glaube, man muss sich unten lang. Denn hier hinten irgendwo gab es noch ein paar Rubinchen zu sammeln. Zwei, glaube ich. Oder drei. Ein oder zwei Rubinchen gab es hier hinten noch. Hier eins. Da musste man irgendwo die Band aufsprengen. Ach, wo war denn das? Ja, hier war's. Und rein da. Das leckt ganz schön. Nein. It's a secret to everybody. Mal wieder. 30 Rubine eingesammelt. Oh, also, ey. Du, ey. Wegen dir kann ich keine Strahlen mehr abschießen. Ne. Blöde Viecher. Meine schönen Strahlen sind weg. Was mache ich jetzt nun? Nein. Okay. Nee, Moment mal. Drei gab's. Hier gab's nämlich auch nur einen. Hier oder eines oben? Nee, da unten. Da oben. Ist auch egal. It's a secret to everybody. Everybody. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Cool. Dann muss ich mir den letzten Jahr gar nicht mehr holen. Ich habe ja schon 155 Rubine. Das ist die maximale Anzahl an Rubinen, die man bekommen kann. Dum, 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 dum. Wo bin ich jetzt? Ach ja. Was ist hier oben? Hier oben ist ein Shop. Oder ist das hier ein Shop? Oder gab es hier ein Herzteil oder ein Secret Rupee? Was ist hier drin? Es ist ein Shop. Okay. Buy something, will ya? No, I won't. So. Was ist hier oben? Ach ja, hier gab es ja noch einen Shop. Kann ich euch ja mal zeigen. Kommt schon. So. Momentchen mal. Hier gab es doch... Ja. Boy, this is really expensive. Hey, ich könnte doch... Genial! Ey, das ist ja mal geil. Ich kann mir schon den blauen Rubin holen. Den blauen Ring holen. Boah, ist das cool. Jetzt fühle ich mich toll. Oh, ist das cool. Wir haben nämlich jetzt eine blaue Rüstung. Das heißt, jeder Schaden, den wir erhalten, wird halbiert. Das heißt, sozusagen haben wir jetzt eigentlich die doppelte Anzahl an Herzen. Boah. Ausweichen. Dann kann ich mir eigentlich auch gleich noch den letzten Rubin holen, den ich hier vergessen habe zu besorgen. Einfach folgen Sie mir unauffällig. Hier oben geht's zum 7. Dungeon oder 8. Oder 6. Ich glaube, hier war das 7. Nein, das ist der 7. Dungeon. Komm her. Ja. Hier drin ist der 7. Dungeon. Wie man da hinkommt, werde ich euch später noch zeigen. Dim, 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 dim. Hier gab's da auch. So. Tod und Verderben den Moblins. Oder Moblins. Oder wie auch immer ihr nennen wollt. Naja, ich habe manchmal, wenn ich Ausspracheprobleme, zum Beispiel sage ich immer gerne zu Items eigentlich Items. Weil ich das als Kind immer so früher gern so gelesen habe. Wo ist dieser verdammte Rubin? Oh nein. Aha. Okay.
Ja. Das war jetzt ein bisschen doof. Das ist nämlich hier unten auch schon wieder so eine Stelle, wo man... wo man hier, wie in diesem Gebirge, immer an derselben Stelle rauskommt, wenn man nicht nach rechts läuft. Wie jetzt wegen 10 Rubinen. Oh. Nintendo halt. Ach ja, ich fange wieder an zu sehen. Müsst ihr halt aushalten, da kann ich halt nichts dafür. Oh, ich habe schon einen riesen Schiss vor diesem Zelda 2 Let's Play. Da werde ich dauernd sterben, ich sag's euch gleich. Ich werde da wahrscheinlich mit Safe State spielen müssen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich will jetzt eigentlich schon... Ich gehe... Ja. Okay, also ich gehe jetzt... Ich werde jetzt gehen zum zweiten Dungeon. Seht ihr? Die Octoroks haben mich getroffen. Und trotzdem wurde mir kein Herz abgezogen. Ich darf das doch nochmal demonstrieren. Ah ne, jetzt hat es nicht funktioniert. Egal. Okay. Ist Schmutz, egal. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist hier irgendwo im Wald, der zweite Dungeon. So, tot. Sterbt, ihr dämlichen Octoroks. Oh, das war knapp. So. Ich glaube, wir müssen eins weiter höher. Hier waren wir schon mal. Hier gab es einen versteckten Rubin. Hm. Okay. Wo genau muss ich jetzt hin? Ach ja, klar, hier oben war das doch. Hier links und dann hier hoch. Genau, hier war der zweite Dungeon. Und ich glaube, den fange ich noch an. Ja, den fange ich noch an. Oh. So. Okay. Hinein in die dunkle Höhle. Level 2. Da weiß ich noch, wie der heißt. Da heißt nämlich, der Mond, weil er die Form eines Mondes hat. Gut. So, Herzchen geholt. Das sind irgendwelche Schlangen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Was ist hier drin? Oh, noch mehr Schlangen. Super. So, tot, 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 tot. Okay. Sammeln wir den Schlüssel ein und gehen einfach mal nach rechts. Ich möchte euch mal eine Frage. Ist das blau oder weiß oder lila? Es gibt Haufen Meinungen. Also ich finde, das ist blau. Die Farbe von Link's Tunika. Es ist eindeutig blau. Sonst würde es auch nicht blauer Ring heißen. Also, ich denke, es ist blau. Meinetwegen könnt ihr auch denken, es ist weiß. Für mich ist das eindeutig blau. Ende. Ausschluss. Von hier... hier. Oh, eine Fee, die brauchen wir jetzt halt nicht. Und noch ein Schlüssel, oh hier. Ja, hier waren wir schon, hier ist der Eingang. Ja, hier unten waren wir schon überall. Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter hoch. So, ich glaube, in diesem Dungeon kann man die ganzen Schlüsseltüren vollständig überspringen. So. Eins höher. Okay. Oh! Gut. Tod, tod. Ach, mit diesem. Strahlen ist das so einfach. So schön einfach. Okay. Gehen wir doch mal rechts. Was ist hier? Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Oh. Wo? Uiuiui. Geht's aber zur Sache. Ja, wir haben den magischen Bumerang erhalten. Das ist unsere Erweiterung zum normalen Bumerang. Der fliegt nämlich jetzt viel weiter. Ist doch cool, ich war. Und ja.
Ja, das ist ein cooler Bumerang. Und wir können hier noch eins weiter hochgehen, indem wir die Wand aufsprengen und das neue Bomben holen. Gut, durch hier. So, Sand. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Feuerbälle sind. Überall steht, dass das Würmer sind. Für mich sieht das aus wie ein Feuerball. Oder? So, hoch. Wenn wir hochgehen, kommen wir zum Endboss, glaube ich. Na, will ich jetzt noch nicht hin. Ich gehe nämlich hier noch weiter runter. Wir haben nämlich weder Karte noch Kompass gefunden. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, aber doch die Karte. Ja. Und wie ihr seht, ist der Dungeon wie ein Mond geformt. Das ist aber auch der Name. Ah, der Mond. So. Ja, ja, ja. Hier können wir noch eine Bombe legen. Hier ist der Kompass. So. Erfolgreich haben wir in diesem Dungeon alle Schlüsseltüren übersprungen. Wir haben jetzt 4 Gratis-Schlüssel. So. Noch eins hoch. Hier können wir nochmal eine Bombe setzen. Frag mich nicht, was es hier zu holen gibt. 5 Rubine gibt es hier zu holen. Und hier oben. Dodongo dislikes smoke. Interessant. Oh, oh. Sorry. Das wollte ich nicht. Hier können wir uns durchsprengen. Sprengen. So, jetzt kommt. Oh, man hört schon den Endgegner rumschreien. Oh, die haben auch einen magischen Bumerang. Das fällt mir gerade so auf. So viele Bomben hier. Und dann kommt einem noch glatt der Gedanke, dass man die vielleicht im Endgegnerraum braucht. Nein! Oder? Wir werden sehen. Na gut, wer schon die anderen Zelda-Spiele gespielt hat, weiß ja, was ein Dodongo ist, also... Ich denke mal, dass man es weiß, wenn man ein wenig Navis Worten lauscht. Keine Ahnung. Aber egal, wir gehen jetzt weiter hoch und haben alles in dem Dungeon erledigt, soweit ich das so sehe. Ja. Ja. Wir haben alles erledigt. Dann auf in den Endboss. Zu Dodongo, einem Dinosaurier. So, der Endboss ist ganz einfach. Einfach warten, bis in eure Richtung. Oh, bis in eure Richtung läuft. Komm schon. Komm schon. Was macht denn der? Hallo, dreh dich um, du Schwein. So macht man das. Einfach 2 Bomben zum Füttern geben. Ja. Oh. Hey, ich will die. Ich brauche die Bomben. Hallo. So, jetzt aber. Bam! Die ganzen Leichenteile fliegen im Raum herum und wir sammeln den Herzcontainer ein. Yay! Und was ist hier? Es ist wahr. Hier befindet sich das Triforce. So. Und wir sind wieder draußen. Endlich. So. So sieht's doch toll aus. So können wir doch ein Part beenden, oder? Also, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Zelda.